Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Starfield. Wir mussten unseren grausamen Rachefeldzug unterbrechen und die Jagd auf den Hunter ein kleines bisschen auszögern, denn wir mussten gerade erst Corras Mom retten und müssen jetzt mal gucken, was dabei rauskommt. Ach, wir hätten uns eigentlich auch um All unterhalten können, das wäre auch cool gewesen, aber das kann ich warten. Ich gehe direkt hin. Ah, sie hat ein anderes Outfit jetzt an, oder? Ich packe erstmal kurz meinen Scheiß ins Raumschiff. Denn ich habe sehr viel gelootet. Unter anderem 4 Drumbeats. Ein Equinox, ein Grendel. Noch ein Osimo-Dolch. Ach, hier, komm rein da. Pacifier auch rein, Rettungsarzt. Shoddy. Unrestrained Vengeance. Hitman. Das hat mir der andere geschenkt, aber das Ding ist auch scheiße. Es hat so einen coolen Namen und ist scheiße. Heißt das ein Doppelläufiger? Wo ist denn meine? Ach so, nee, die sehen immer so aus. Meine ist einfach. Der hat einfach 100 Angriff. Mehr, sogar mehr als 100. Scheißdreck. Also wahrscheinlich kann man die Story am Anfang einfach durchpeitschen, weil man der Inno-Schmutz kriegt. Die krassesten Sachen habe ich gekriegt, wenn ich irgendwelche komischen Typen einfach abgeballert habe. Ach, das kann ich auch mal reinpacken. Ich brauche den ganzen Scheiß ja nicht. Ich will das zwar eines Tages in meiner Wohnung präsentieren, aber ja, wer weiß. Das fühlt sich immer so ein bisschen komisch an. Seid ihr so Housing-Typen? Macht ihr gerne Housing dann? An die Person. Der wäre echt cool, wenn er nicht auch scheiße wäre. Medi-Dieb, zerfetzend. Der hat eigentlich alles, was eine coole Waffe braucht. Ich guck mal, wenn ich den krass durchmodde, ob ich den irgendwie... Aber wenn der nicht auf 200 Schaden kommt, dann ist es halt Quatsch. Ah, und Sam, sein Zeug muss ich eigentlich auch da reinpacken. Ich glaube halt, wenn ich den hier so aufbaue wie den hier, gepanzert und so, dann ist er genauso schwer. Gut. Meine mit Jacke. Das ist ein cooles Outfit. Ich werf in die Granaten. Wo ist denn Sam? Sam, gib mal dein Zeug, das Leben. Wenn ich was tragen soll, kein Problem. Nee, du kannst mir eher deine Sachen geben. Hat er den an? Was hat er denn an? Boah. Boah, 30.000. Ach so, weil ich die verbessert habe. Warum sind die so viel teurer als die? Wahnsinn. Echt viele Anzüge dabei, das
Ich weiß nicht, was mit Mom passiert. Irgendwas noch behalten vom Sam, was 10 Kilo wiegt. Ach so, ich habe ja auch die Waffen genommen, glaube ich. Ja, jetzt bin ich wieder bei 147. Jetzt wäre, wenn du nicht gewesen wärst. Das Schiff gehört dir, oder? Ich frage ja nur ungern, aber ich bräuchte noch einmal Hilfe bei meiner Mission. Ist das dein Ernst? Hast du mich nicht gerade noch wegen Cora zusammengestaucht? Denk nach, Sam. Das Syndikat hat euch vielleicht gesehen. Entweder hier oder in Neon. Vielleicht seid ihr als nächstes dran. Wir müssen die Sache jetzt durchziehen. Nur dann sind wir sicher. Warum rufst du nicht die Ranger? Ich fürchte, die Seoka fangen unsere verschlüsselten Übertragungen ab. Die üblichen Kommunikationswege sind nicht mehr sicher. Die Infos, die ich gesammelt habe, sind nur kurzzeitig brauchbar. Wir sind auf uns allein gestellt. Du bist so scheinheilig. Wenn es nicht so dringend wäre, würde ich Cora nie in Gefahr bringen. Aber ich sehe keine Alternative. Typisch Lillian. Direkt von einem Feuer ins nächste. Du weißt doch, wie der Job läuft, Sam. Sie erwarten eine Waffenladung auf einem schweren Frachter, der Dumas. Ich kenne den Zeitplan. Aber keine Ahnung, wo das Waffenlager ist. Wenn wir das finden, können wir den Unterboss des Seoka herauslocken. Valerie Mosquera. Du willst dein Syndikatsschiff ausschalten? Das gefällt mir. Mir auch. Also holen wir uns die Position des Waffenlagers von der Dumas und schlagen dann zu. Danke. Gut, von der Dumas. Wie machen wir das? Wo müssen wir hin? Wo sollen wir hin? Was sollen wir tun? Lasst es uns tun. Razzle Hake. Da war ich noch nicht. Gleich mal hinfliegen. Frachter Dumas. Hier spricht Freestar Ranger Lillian Hart. Übermittler Authentifikations-ID. Sofort alle Motoren stoppen und bereit machen zum Boarding. Das ist ein Befehl. Scheiße. Die aber ändern. Ja, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Mit kaputten Grafantrieb kommt ihr nicht aus dem System, ne? Warum, dass ich die nicht kill? Gelockt irgendwie. Kann ich selber zielen? Ich will eigentlich nur den ihren Antrieb treffen. Upsi. Wir haben die Position des Lagers. Auf ein Wort, Captain? Ja, ich will erstmal kurz die Planeten hier scannen in dem System. Können wir es gleich machen? Das Gute ist, dass die Nachricht zufälligerweise durchs All geflogen ist, wo ich das Schiff einfach zerschreddert habe. Ich hätte es gern geändert. Aber das war mir nicht vergönnt. Den hier kann ich eh nicht abscannen, gell?
Ah, ich kann ein kurzes Schläfchen machen gehen. Brauchst du was, Captain? Ja, ich glaube, statt dem Raketenwerfer könnte ich mir eine krasse Waffe, hat man dir eine schon krasse gesagt, EM-Waffe einbauen. Niemand mehr entdeckt hat als du. Wenn nicht, sollte man das nachholen. Weil Raketenwerfer brauche ich nicht unbedingt, aber eine EM-Waffe wäre ganz gut, weil man muss ja doch immer mal irgendwo an Bord gehen. Perfekt. Die andere steht in der Wand hinten. Ich kenne Valeries Modus Operandi. Sie geht auf Nummer sicher. Wenn du den Alarm auslöst, sendet er ein Notfallsignal. Das wird einfach immer besser. Nach allem, was ich von dir gesehen und gehört habe, bin ich zuversichtlich. Wir müssen Valerie ein für alle Mal erledigen. Oh, sieht krasse Snipe. Herzensangelegenheiten. Wunderbarer Tag auf den Raumwegen. So was Valerie. Da. Im Andromas-System. Ich mal kurz was gucken. Und der Schlupf Gamma. Was ist Unterschlupf Gamma? Das sind voll die Lappen, die haben nicht mal Raumschiffe, um mich irgendwie anzugreifen oder abzuwehren. Ich könnte einfach hingehen und ganze platt machen. Ja, mein Space-Bild. Meine alten Speicherstandladen Papiere vom Server mache. Wie sie im Bettchen liegt. Neuer Plan. Ach ja, die Server. Nie langweilig. Interessant, wie ein Spiele so da packen können, da wo man es nicht erwartet. Hallo, ich komme und ich habe starke Waffen dabei. Guck dir so eine hässliche Höhle. Eine Geheimtür, ganz klassisch. Irgendwie cool. Ja. Wie eine Geheimtür. Das verstehe ich nicht. Cool. Was macht die da? Da kommt man doch gar nicht rein. Sollen. Hallo. Ich bin John Rambo. Oh, die steckt ganz schön was weg. Gib mal alles her. Finde ich eure Leichen nicht mehr. Du kommst hier nicht lebend raus. Ach ja. Das bezweifle ich aber. Ich denke, dass ich hier sehr wohl lebend rauskomme. Ich konnte sogar noch looten.
Ihr Loser. Stern oder Bund Anzug. Oh, da kommen noch mehr. Auf Range. Jetzt schnell rein ins Raumschiff. Ach, unzugänglich, schade. Raumschiff fliegt nicht mit mir weg jetzt. Auf die Distanz bin ich nicht besonders genau mit der Waffe. Hätte ich sie die Tür da aufmachen lassen sollen? Na, zum Glück habe ich ein Schläfchen gemacht, ey. Das ist feine Erfahrung. Und jede Menge Waffen. Oh, mein Leben ist ein bisschen schlecht. Soll ich die vielleicht auch reinlaufen lassen? Mal so bald alle. Ach, den einen müssen wir auch noch platt machen. Was ist er hin? Ach, wegen dem einen Trottel. Du bist tot. Nur wegen dir muss ich hier so weit laufen. Verarsch mich doch nicht. Aber der Boss war nicht dabei, glaube ich. Hallo? Jemand da? Anscheinend nicht. Wir müssen das Syndikat ausschalten, bevor die Sache außer Kontrolle gerät. Sam hat mir viel von dir erzählt. Hast du wirklich kein Problem damit, meine Tochter auf eure Abenteuer mitzunehmen? Und du bestärkst Sam in dem Unsinn, dass die Constellation gut für Cora wäre. Das ist gefährlich. Ohne Cora wärst du immer noch in Victor Compound. Du traust dir zu wenig zu. Ich
Das wusste ich nicht. Ich muss mit dir reden. Und vielleicht auch mit Sam. Sam hat dir sicher alles über mich erzählt. Also frag, was du fragen willst. Sam hat mir erzählt, wie er den Rangern beigetreten ist. Warum hast du ihm damals geholfen? Ach ja? Das ist schon eine halbe Ewigkeit her. Naja, wir sind auf die Piraten gestoßen, die ihn angegriffen hatten. Und wie er geflogen ist. Furchtlos, mutig, unberechenbar. Es wäre verschwendetes Talent gewesen, wenn er Schmuggelware geladen gehabt hätte. Zum Glück ist seine Fracht im Kampf irgendwie über Bord gegangen. Wie bist du in Victor Compound hängen geblieben? Mein Informant sollte mir einen Flug organisieren. Aber ich habe den Kontakt zu ihm verloren. Das Syndikat hat ihn erwischt und wäre bald auch mir auf die Schliche gekommen. Du hast was gut bei mir. Warum wusste Sam nicht, dass du mit Cora geredet hast? Es ist kompliziert, so kompliziert. Cora hat sich vor ein paar Jahren bei mir gemeldet. Wir haben Nachrichten ausgetauscht. Dann hat mich der Schlingel überredet, mit ihr in einen Buchclub einzutreten. Bücher sind ja okay. Aber du hättest mal die Blicke meiner Kollegen sehen sollen, als ich Alexandre Dumas gelesen habe. Die drei Musketiere ist doch ein gutes Buch. Lass uns ein andermal reden. Wann? Kriegst du vielleicht Videoempfang? Ich verpasse meine Serie. Hirnblind. Was machten sie jetzt hier? Wir müssen das Syndikat ausschalten, bevor die Sache außer Kontrolle gerät. Und? Das war's. Jetzt verstehe ich, warum die Ranger dich rekrutieren wollten. War mir ein Vergnügen, mit dir zu arbeiten. Jetzt weiß ich, warum Sam so viel von dir hält. Wir müssen reden. Richtig reden, Lillian. Vielleicht unter vier Augen? Nein, ich brauche vielleicht emotionalen Beistand, okay? Ich will nicht stören oder das Ganze unangenehm machen. Wenn die Sache unangenehm wird, dann nicht wegen dir. Wenn du dich vor Publikum streiten willst, dann von mir aus. Ich weiß, du willst nicht, dass Cora bei mir lebt. Und warum wohl? Wenn du so weitermachst, wird sie verletzt, getötet oder Schlimmeres. Aber sie war immer sicher bei mir. Ich habe sie ihr ganzes Leben lang beschützt. Und sie ist kein kleines Kind mehr. Sie hilft mir auch zu überleben. Hey, sag auch mal was. Ich sorge dafür, dass beide Coes am Leben bleiben. Versprochen. Siehst du, fühlst du dich jetzt nicht besser? Ja, die Sache gefällt mir nicht. Wird sie vermutlich nie. Aber ich finde mich damit ab. In Ordnung? Hör mal, das hier... Das alles muss aufhören. Ich will dabei jedes Mal gegen die Wand schlagen. Ich will nicht wütend auf dich sein. Glaub mir. Lillian, ich weiß nicht, ob wir uns je geliebt haben. Aber wir haben uns gemocht. Wir müssen wieder ziviler miteinander umgehen. Für Cora. Solange ihr miteinander redet, könnt ihr die Sache regeln. Kommunikation ist alles. Es ist hart. Aber du hast fragen recht. Können, warum sie sich streiten. Ist das nicht gut, Lillian? Ja, das... Du hast recht. Wenn ich wirklich ehrlich sein soll... Sam, Cora und du, ihr beide wart immer zusammen. Damals, als wir noch ein Team waren, ist dir Cora überall hin nachgelaufen, wie ein Hündchen. Ich habe mich damals schon ausgeschlossen gefühlt. Lillian, ich... Nein, nein, Sam, ich muss das loswerden. Aber es ist nicht fair, das an dir auszulassen. Tut mir leid, okay? Es kostet Überwindung, so etwas zuzugeben. Es ist auch meine Schuld. Friede? Friede. Aber eine Sache brauche ich, Sam. Ich muss Cora öfter sehen. Die Nachrichten reichen mir nicht. Sie tun mir weh.
Und sie vermisst dich. Aber die letzten drei Male, die wir was geplant hatten, da hast du uns zweimal versetzt. Das zerstört Cora jedes Mal. Und ich bin derjenige, der es wieder in Ordnung bringen muss. Lillian ist ein wichtiger Teil von Coras Leben. Sie muss sie sehen, selbst wenn es weh tut. Ja, das ist natürlich wahr. Vielleicht könntest du dir für Cora Urlaub nehmen. Du hast doch bestimmt seit zig Jahren keinen Landgang mehr genommen. Oh Gott, danke Sam, danke. Und Lillian, du weißt, dass ich dich gern habe. Aber wir zwei... Ich weiß, wir beide hatten nie eine Chance. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber... Du solltest wieder anfangen zu daten. Es muss doch jemanden... Nein, Quatsch. Massenhaft Leute geben, die auf das Komplettpaket stehen. Lillian, Badass Rangerin. Ich kenne da jemanden in Neon. Hör bloß auf. Ich sag ja nur, dass es Leute gibt, die dir guttun würden. Das Leben dreht sich nicht nur um den Job. Ich denke drüber nach. Ich glaube, ein gewisser Jalen könnte bald flachgelegt werden. Du bist ja furchtbar. Oh, das war unbezahlbar. Jetzt bin ich dran. Sam, du bist ein guter Dad. Ich sage es nicht oft genug, aber es ist so. Aber es gibt mehr im Leben, als Coras Dad zu sein. Also gilt das Gleiche für dich. Finde jemanden. Hast du vielleicht schon? Du hast wohl Spaß dran, den Spieß zu drehen. Fair Play und so? Wir sehen uns, Sam. Wenn sie jetzt hier bleiben. Siehst du, warum ich sie mag? Wir haben zwar nie zusammengepasst, aber Lillian ist ein guter Mensch. Sie ist die Beste. Vielleicht nicht die Beste. Ich finde mich auch nicht schlecht. Und ein paar andere. Ich muss über vieles nachdenken. Aber zum ersten Mal seit Ewigkeiten fühle ich mich gut. Du, ich habe einen Lieblingsplatz in Aquila City. Auf einem Balkon in der Nähe einer alten Stadt. Geh alleine hin. Dem würde ich dir gerne zeigen. Lass mich in Ruhe. Mal ausführlich reden. Und mich irgendwie für alles revanchieren. Nein, Sam, lass mich bitte. Das ist nichts für mich. So, geh mal ins Raumschiff. Und beenden die Folge für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund. Wir gehen nicht auf den Balkon. Habt ganz viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.